So, der Bastelzeit. Heute kümmern wir uns mal um eine kleine Funktion, die man bei ESP8266 oder auch ESP32 findet. Die kann einem das Leben ziemlich erleichtern, aber hat auch so ein paar Fallstricke, wo man ganz schön sich den Tag versauen kann. Denn was wir uns heute anschauen wollen, das ist die sogenannte OTA-Funktion. OTA steht dabei für Over the Air. Das heißt üblicherweise, dass man irgendwie über ein meist drahtloses Netzwerk die Firmware von einem Gerät aktualisieren kann. Kennt ihr vielleicht von eurem Smartphone, wenn ihr da ab und zu Pop-up-Meldungen bekommt, hi, wir haben eine neue Firmware für dich. Ihr sagt eventuell noch ja und das Gerät selber kümmert sich um alles andere, also das Runterladen, das Installieren und so weiter. Sowas ist auch bei ESPs möglich. Das heißt also, wir müssen erstmal ganz regulär hingehen und unser Kabel einstecken und das Ding programmieren. Wenn wir unseren Sketch aber entsprechend vorbereitet haben, dann reicht's für zukünftige Flash-Vorgänge, wenn das Ding irgendwoher Strom hat. Das heißt, wir müssen nicht mehr per USB ran. Was da dahinter steckt und wie man das Ganze nutzt, das gucken wir uns dann jetzt mal an. Und natürlich auch noch, ja, worauf man achten sollte, wenn man diese Funktion nutzt. Fangen wir mal mit Arduino an. Ich gehe davon aus, dass ihr Arduino schon fertig eingerichtet habt. Das heißt also hier das Board installiert habt und das alles hier schon passend eingestellt ist. Was wir dann benötigen, das ist eine Library. Und zwar gehen wir dazu erstmal hier in den Bibliothekmanager und suchen da nach OTA. Wenn wir das machen, dann finden wir hier Arduino OTA. Wir sehen Upload Sketch over Network. Funktioniert mit diversen Sachen, unter anderem halt auch ESP8266 und ESP32. Bei der müssen wir sicherstellen, dass die installiert ist. Wenn es wie bei mir hier noch nicht drauf ist, einmal Install klicken und dann sehen wir Installed. Jetzt ist alles fertig. Dann geht ihr hin, schreibt euren Code wie regulär auch. Und ich fange hier einfach mal mit diesem Sketch hier an. Das ist das Example vom ESP Webserver. Der gibt einfach nur Hello from ESP8266 zurück. Wichtig dabei, wir haben hier unten schon alles drin, um eine WLAN-Verbindung entsprechend aufzubauen. Und das sollte dann soweit funktionieren. So, jetzt wollen wir natürlich wissen, funktioniert das auch? Also, ich suche gerade mal wieder mein Kabel, klemme das Ganze hier an und dann gucken wir gleich direkt mal nach, ob dieser Sketch denn so läuft. Der hat dann zwar noch kein OTA, aber sicher ist sicher. So, Kabel ist dran. Gerade nochmal gucken, NodeMCU müsste passen, COM4 müsste passen, meine WLAN-Zugangsdaten, die sollte ich auch noch eintragen. Also einmal hochladen und theoretisch sollte jetzt das Ding ein bisschen vor sich hin blinken. Connecting, klingt gut, uploading. Ich merke, die Upload-Geschwindigkeit ist nicht gesetzt, aber das sollte eigentlich funktioniert haben. Gucken wir mal in den Monitor hier und wir haben eine Adresse bekommen. Okay, gucken wir mal, ob er sich meldet und... Na doch, jetzt. Hello from ESP8266. Also unser Sketch funktioniert schon mal. Aber Stand jetzt noch ohne OTA. Also, wie rüsten wir OTA jetzt nach? Nun, wir beginnen erstmal damit, dass wir, wie bei allen anderen Libraries auch, entsprechend das Ganze inkluden. Das heißt, wir machen hier oben unseren Header hin und ein Großteil ist damit schon erledigt. Das heißt, der Code haben wir jetzt drin. Jetzt müssen wir nur noch sagen, dass das bitte auch starten soll. Und das machen wir hier unten in unserer Setup-Routine. Und erstmal gehen wir hin und sagen Arduino OTA.setHostname. Und damit setzen wir, wie der Name schon sagt, den Hostname dieses Gerätes, also den Namen für das Gerät, sodass wir das später wiederfinden können. Sagen wir zum Beispiel hier mal Test OTA. Der nächste Punkt ist optional, aber zu empfehlen. Set Password einfach und nochmal ein Passwort drauf machen. Das Ganze ist nicht sicher. Der verlässt sich einfach darauf, dass euer WLAN schon bestimmt irgendwie sicher ist. Theoretisch kann man mit OTA da relativ flott Unfug bauen. Müsst ihr euch im Klaren sein. Das ist ein Komfort, den erkauft man sich mit weniger Sicherheit. Machen wir hier mal Test 1, 2, 3. Und last but not least sagen wir Arduino OTA Begin. Ab diesem Zeitpunkt ist das Ganze im Prinzip einsetzbar. Allerdings müssen wir zusätzlich noch sagen, dass er bitte regelmäßig nachgucken soll, ob was für OTA da ist. Deswegen gibt es auch hier für die Loop etwas, nämlich Arduino OTA.handle. Der guckt nach, ob da was ist und kümmert sich gegebenenfalls drum.
Das Ganze kann man, wenn man möchte, auch noch weiter ausbauen. Es gibt diverse Arduino-OTA-Methoden, wie zum Beispiel OnStart, OnEnd, OnProgress, OnError. Das sind alles Sachen, die aufgerufen werden, wenn gewisse Events eintreten, zum Beispiel wenn ein Over-the-Air-Update gestartet wird. Und so kann man zum Beispiel so Sachen machen, wie auf der seriellen Konsole anzeigen, was er gerade macht, oder eine LED blinken lassen. Hallo, hier ist gerade ein Firmware-Update. Braucht man aber für einfache Sachen nicht. Eine Sache habe ich dann aber noch, und zwar gibt es eine kleine Kollision, wenn es um MDNS geht. Arduino OTA hat MDNS selber mit dabei, das heißt, man sollte das möglichst nicht manuell aufrufen. Deswegen werfe ich das hier raus. In den meisten Fällen geht es gut, wenn man beides gleichzeitig benutzt. Hier wäre es jetzt ein bisschen ungünstig, weil MDNS heißt da ESP8266 und bei Arduino OTA man ja Test OTA genannt. Jetzt hat er plötzlich zwei Namen, die er machen soll. Aber generell ist es relativ sicher, MDNS rauszuwerfen. Hat man weniger Stress mit. Was ich alternativ gerne mache, ist einfach den Hostname hier oben als Wi-Fi-Hostname setzen. Viele WLAN-Systeme oder auch Router für zu Hause, wie beispielsweise hier bei mir mein Ubiquiti-Zeug oder auch eine Fritzbox, die zeigen die Netzwerkgeräte an und die würden dann in der Liste diesen Namen hier benutzen, sodass man das direkt zuordnen kann. Und Hochladen abgeschlossen, das klingt schon mal gut. Was sagt unser COM-Port? HTTP-Server started. Können jetzt auch nochmal hier testen. Er lädt und yep, wir haben eine entsprechende Response bekommen. Und wir können es auch nochmal andersrum gegen testen. Machen wir mal einen neuen Tab. Test OTA.local und reagiert er darauf? Trommelwirbel, ja, tut er. Also wir haben keine Funktion verloren. So, was hat das jetzt für uns für einen Vorteil? Nun, wir brauchen jetzt kein USB-Kabel mehr. Also USB-Kabel schon, aber ich nehme das hier einfach mal und stecke es jetzt nicht mehr in den PC ein, sondern nehme mir hier einfach mal eine Powerbank. Einfach, dass wir entsprechend eine Stromversorgung haben. Ja, müsste jetzt eigentlich hochfahren. Gucken wir nochmal, kriegen wir das hier jetzt geladen auf unserem Rechner. Okay, hello from ESP8266, das funktioniert also. Jetzt wollen wir mal den Text hier ändern. Sagen wir mal nicht, wo ist es, hello from ESP8266, sondern hello again from ESP8266. Das möchte ich jetzt hochladen. Naja, einfach hochladen ist natürlich nicht, weil, naja, wo will er es hochladen? Ohne USB-Kabel. Aber was wir machen können, ist unter Werkzeuge. Und wenn wir dann unter Port gucken, dann sehen wir hier sind Netzwerkschnittstellen, unter anderem Test OTA. Er hat ihn jetzt also automatisch erkannt, zeigt den Namen an und die IP-Adresse. Wie ihr seht, ich habe hier noch ein anderes Gerät im selben Netzwerk, womit ich gerade am Rumfuhrwerken bin. Wir wollen das hier auswählen. Das heißt, wir klicken den an. Wir kriegen jetzt hier eine Fehlermeldung. Ich glaube, ich hatte den seriellen Monitor noch offen. Da war er etwas sauer mit. Aber prinzipiell, der Port ist ausgewählt. Wie ihr seht, der ist hier jetzt drin und auch ein Haken dran. Jetzt können wir ganz normal auf den Upload-Button drücken. Wir sehen, er kompiliert jetzt hier. Und ziehen wir das mal ein bisschen größer. Dann können wir da gleich auch ein bisschen mehr sehen. Und tippen Sie bitte das Board-Passwort ein. Das war Test 123. Hochladen und Uploading. Und dieser Prozess hier, der läuft jetzt auch gerade, wie gesagt, übers Netzwerk. Also, das ist egal, ob jetzt der Arduino hier neben mir liegt oder am anderen Ende vom Haus ist, solange das dasselbe Netzwerk ist oder ihr zumindest das Ding per IP erreichen könnt, ist das überhaupt kein Problem. Ihr könnt dann entsprechend das Ding aus der Ferne mit einer neuen Firmware versorgen. So, wir sehen hier oben, Hochladen ist abgeschlossen. Das heißt, wir können uns hier nochmal unseren Browser holen und aktualisieren wir mal. Und hello again from ESP8266. Es ist also jetzt wirklich die neue Firmware drauf, ohne dass wir hier ein USB-Kabel an den Rechner anschließen mussten. Und an der Stelle noch kurzer Hinweis für die unter euch, die Linux nutzen, sollten hier die Netzwerkschnittstellen nicht auftauchen. Guckt mal nach, ob auf eurer Linux-Distribution auch MDNS bzw. ZeroConf aktiviert ist. In den meisten Fällen heißt das Paket zum Beispiel Avahi. Der muss entsprechend installiert und gestartet sein, sonst kann es da teilweise zu Problemen kommen. Ich bin mir nicht sicher, ob Arduino das auch braucht, aber eventuell einen Blick wert. Was es, wie ihr eben gesehen habt, nicht gibt, ist eine serielle Konsole. Die kann ich hier entsprechend nicht aufrufen. Das funktioniert nicht. Das heißt also, wenn ich irgendwelche Debug-Sachen machen möchte, ist das hier der falsche Weg. Hier geht es wirklich nur darum, eine Firmware da drauf zu spielen. Es gibt natürlich noch ein paar Fallstricke hierbei und naja, der größte ist, wenn ihr was kaputt macht, ist es kaputt. Ihr könnt hier jede beliebige Firmware hochladen und wenn wir eine Firmware hochladen, wo zum Beispiel die WLAN-Zugangsdaten falsch sind oder irgendwas anderes
sich aufhängt, naja, dann ist der ESP nicht mehr im Netzwerk erreichbar und dann kann ich auch nicht per Netzwerk eine neue Firmware da drauf machen. Von daher ist das eher etwas, wie gesagt, um eine neue Firmware auf Geräte zwar drauf zu machen, aber die sollte vorher schon irgendwie auf der Werkbank getestet worden sein, dass ihr sicher sein könnt, ja, die macht so erstmal keinen Unfug, das WLAN funktioniert und ich habe zumindest eine Chance, da eine neue Firmware drauf zu machen. Ansonsten ist es natürlich immer eine gute Idee, hier solche Mikrocontroller so irgendwo einzubauen, dass man im Zweifelsfall auch an den USB-Port nochmal rankommt und entsprechend das Ding notfalls auch vor Ort mal mit dem Laptop neu flashen kann. Arduino schön und gut, aber ihr wisst ja, ich bin eher unter Platform.io zu Hause. Deswegen kopieren wir das einfach mal alles hier rüber und sagen Hello from ESP8266 using Platform.io. So, ansonsten ändern wir mal nichts. Der Code ist natürlich derselbe, es ist beides Arduino, das heißt also das Einbinden mit Arduino OTA und entsprechend den Zeilen hier unten, das ist genau derselbe Code. Was wir aber ändern müssen, ist die Platform.io.ini. Hier müssen wir ihm noch sagen, wie er das Ganze hochladen soll. Und das läuft, indem wir sagen, upload underscore port ist gleich. Und hier kommt jetzt, je nachdem, was ihr habt, einen MDNS-Namen oder eine IP-Adresse rein. Das heißt, wir könnten jetzt entweder sagen, test ota.local oder wir geben direkt die IP-Adresse ein. Ich selber bevorzuge eigentlich IP, das ist dann eine Stelle weniger, wo Dinge kaputt gehen können. Und dann haben wir das schon drin. So, was hier jetzt noch fehlt, wir haben ja ein Passwort gesetzt, das müssen wir auch angeben. Das machen wir mit upload flags und das korrekte flag heißt minus minus auth für Authentication und dann unser Passwort test 123. Das können wir so speichern und jetzt haben wir ein ganz normales Platform.io Projekt. Das heißt, wir können das hier erstmal kompilieren. Dabei kann man im Übrigen beachten, dass dieses Arduino OTA hier vorinstalliert ist. Ihr habt gesehen, ich habe es nicht irgendwie als Library hier gesagt, okay, nimm das mal. Das wird, soweit ich weiß, immer automatisch erkannt. Da muss man manuell nichts machen. Und wenn wir das fertig gebaut haben, können wir, als ob es lokal angeschlossen ist, hier auf diesen Pfeil klicken, den Upload-Button. Und wie wir jetzt nach kurzem Moment sehen, er schreibt das jetzt hier entsprechend über IP auf das Gerät und waiting for result. Result okay. Jetzt haben wir eine neue Firmware drauf. Wo ist unser Browser? Aktualisieren wir nochmal. Und Hello from ESP8266 using Platform.io. Also auch hiermit relativ schmerzfrei nutzbar. So, fehlt noch ein Blick. Wie klappt denn das Ganze überhaupt im Hintergrund, dass wir im Betrieb die Firmware tauschen? Naja, das hängt damit zusammen, wie Arduino standardmäßig den ESP nutzt. Da kann man auch ein bisschen sehen, wenn wir hier reingehen in Werkzeuge, da gibt es die Flash Size. Wir sehen, er hat die automatisch erkannt, 4 Megabyte. Und wie wir sehen, hier gibt es verschiedene Arten. Die unterscheiden sich hauptsächlich hier vorne über FS, aber alle haben OTA dabei stehen. Der Hintergrund ist, wir haben 4 Megabyte an Speicher. Und bei der Standardeinstellung teilt sich das so auf, dass wir von diesen 4 Megabyte 2 Megabyte haben, die fürs Filesystem genutzt werden. Das ist zum Beispiel SPI-FFS oder LittleFS, um Dateien abzulegen. Heißt, es bleiben noch 2 übrig. Und wir haben, wir sehen hier hinten, ungefähr 1019 Kilobyte frei für unseren Sketch. Das heißt, die können wir wirklich benutzen. Wenn wir jetzt aber rechnen, sagen wir mal, gerundet ist das auch 1 Megabyte, 2 Megabyte, 1 Megabyte, 4 Megabyte, 1 Megabyte steht hier nicht, das ist unser OTA. Das heißt also, unser OTA ist einfach nur freier Platz im Flash. Und wenn wir sagen, lade mal hoch, dann schreibt er das im Flash vom ESP selber an diese Stelle und entsprechend kann dann von da aus weiterarbeiten, ohne dass wir das Risiko haben, dass zum Beispiel während der Firmware-Upload irgendwo dass die Verbindung abbricht und wir plötzlich eine halbe Firmware haben. Weil wenn wir direkt überschreiben würden, kann das natürlich sehr unschöne Effekte haben, deswegen brauchen wir da so einen Zwischenspeicher. Das ist vor allen Dingen auch interessant, wenn man auf andere Geräte geht. Wenn wir zum Beispiel mal hier ein Dev-Module holen, da gibt es andere Partition-Schemes. Zum Beispiel diese ganzen hier, die kein OTA haben oder auch die Huge-App. Die ist zum Beispiel bei ESP-Kameras sehr häufig Standard. Da ist kein OTA vorgesehen, das heißt, wir haben keinen Speicher. Entsprechend würde hier diese ganze OTA-Sache auch nicht funktionieren. In den meisten Fällen haben wir es aber und ihr habt ja gesehen, er lädt es fleißig hoch und gerade wenn man viele davon verteilt hat mit derselben Firmware, dann braucht man das nur noch einmal lokal zu flashen, ein bisschen zu testen und kann dann von seinem schönen Sofa aus alles im Haus mit einer neuen Firmware versorgen und muss nicht mit seinem Laptop da
die Turnschuhadministration betreiben und jeden Einzelflächen. Wie gesagt, ist eine reine Komfortfunktion, das heißt also, man braucht es nicht zu benutzen, aber es kann in vielen Stellen halt praktisch sein. Zumindest solange hier das OTA das tut, was es soll.